Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nego Theater Maui. Eiskalt. Sie stand da, in der Tür. Ihre langen, hellblonden Haare wehten um ihre Nasenspitze. Die sturmgrauen Augen blickten ins Nichts. Das ist eure neue Mitschülerin, Lehrstrohner. Ich weiß nicht, willst du dich selbst vorstellen? Es kam keine Reaktion von ihr. Du kannst dich dorthin setzen. Bei Familie ist noch Platz. Ihr Körper setzte sich in Bewegung. Sie wirkte nicht anwesend. Ihr Blick starrte in die unendlichen Weiten, die nur sie sehen konnte. Ich hatte diese Seite an ihr geliebt. Ich wollte das auch. Nicht anwesend sein. Sie setzte sich. Vorsichtig, um sie auf keinen Fall zu erschrecken, berührte ich sie an der Schulter. Ihr Kopf schnellte herum. Der leere Blick lag auf mir. Er war so kalt. Emotionslos. Das war nicht die Lea, die ich kannte oder zu kennen glaubte. Sie war nie so leer gewesen. In ihrem Blick war immer Wärme, der Hauch eines Lächelns mitgeschwommen. Nicht diese Kälte, die sie nun ausstrahlte. Mir wurde immer kälter. Sie blinzelte nicht. Und während sie mich so ansah, so leer war ihr Blick, verwandelte sich die Umgebung in den See. Den Park an See, an dem wir so viel Zeit verbracht hatten. Sie saß auf dem Stein, lächelte. Der Stein, auf dem ich eines Tages unsere Initialen finden würde. Ich hatte nicht genau gewusst, was sie da tat. Aber ich hatte es erfahren. Sie hat es mir gesagt. Fermé, komm! Das Wasser ist warm! Ihre Fußspitzen strichen über die Oberfläche des Sees. Ich hörte keinen Vogel zwitschern. Die Sonne war von Wolken verdeckt. Es war kalt. Komm schon! Ich kann doch nicht schwimmen! Sie glitt ins Wasser und aus dem ruhigen See wurde ein tosendes Meer voller Wellen. Ich sah ihren Körper unter Wasser. Sie glitt gen Meeresboden. Ihre Haare ließen sie wie eine Meerjungfrau wirken. Sie war so wunderschön. Ich tauchte zu ihr, griff nach ihrer kleinen Hand. Sie war so zerbrechlich, so zart. Die Luftblasen flossen geradezu aus ihrem Mund. Ich hörte sie rufen, schreien. Doch ihr Mund bewegte sich nicht. Wenn sie ging, wollte ich mit ihr gehen. Wenn ich an ihrer Stelle sterben konnte, dann wollte ich dies. Sie sollte glücklich sein. Lea saß an der Fensterbank. Sie fädelte Perlen auf eine Schnur. Fermi. Sie sah mich an. Dort war keine Kälte. Dort war keine Wärme. Dort war keine Freude. In ihren Augen spiegelte sich unendliche Trauer wider. Bleib bei mir, ja? Dort oben ist es kalt, Fermi. So kalt. Bitte geh nicht dorthin. Folge mir nicht, ja? Versprichst du mir das? Wo oben? Wohin soll ich nicht gehen? Du wirst es wissen. Bis dahin zählt nur die Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Wenn du bei mir bleibst. Die grauen Augen rollten in ihre Augenhöhlen. Die Perlenschnur glitt ihr aus der Hand. Jede Anspannung wich aus ihrem Körper. Alle Körperteile hingen schlaff an ihr herunter und Blutströme rannen ihr aus den Handgelenken. Sie fiel durch das Fenster. Ein letzter Atemzug kam von ihren Lippen. Und mit ihm ihre letzten Worte. Bleib bei mir. Geh deinen Weg. Dann war es vorbei. Ich saß in diesem leeren Zimmer. Die Fenster waren weit geöffnet. Ein Blatt wehte durch das Zimmer. Nur die Blutflecke auf dem Boden erzählten von ihrer Anwesenheit. Ich legte mich auf den Rücken, hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich war nur ein Außenstehender,
Meine Arme überkreuzte ich vor der Brust und schlief so langsam ein. Im gleichen Moment und doch tausende von Jahren entfernt, erwachte ich aus meinem Schlaf. Ich lag auf Mauris Bett. Allein. Ich war wieder allein. Vollkommen allein. Du mit einem Wort? Kompliziert. Femi? Es klopfte an der Tür. Ich strich mir beim Handrücken schnell über die Augen und zog einmal die Nase hoch. Was ist? Ich versuchte, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen, was mir kläglich misslang. Alles in Ordnung? Kann ich reinkommen? Alles in mir wollte Nein sagen. Aber es war einer der Momente im Leben, in denen man das Gegenteil tat von dem, was man tun wollte. Nur ein klägliches Fiepsen kam über meine Lippen. Ich komme jetzt rein, ja? Die Tür schwang auf und Manu erschien im Türraum. Mit wenigen großen Schritten war er bei mir und legte einen Arm um meine Schulter. Vorsichtig strich er über meinen Rücken. Was ist los? In seiner Stimme klang der Unterton, ich weiß genau, weshalb du weinst, mit. Schon seltsam. Ich kannte Manu gerade mal 3 Tage, hätte ihm allerdings jetzt schon meine Seele anvertraut. Du hast das Video gesehen? Ein verzweifeltes Kieksen in meiner Stimme konnte ich nicht unterdrücken. Es dauerte einige Sekunden, bis Manu antwortete. Ja. Ich atmete tief ein und aus. Du hattest eine lesbische Freundin. Was, Dagi? Wart ihr zusammen? Nein. Ich wollte nicht weiterreden. Das Gespräch ging in die entschieden falsche Richtung. Ich wollte nicht über Lea reden. Nicht darüber, was aus ihr geworden ist. Wie hieß sie? Manu, versteh doch, ich will nicht darüber reden. Ich zwang mich zu sprechen. Lea? Wie alt war dir? Sie war 15. Ich 13. Manu schwieg. Vielleicht hatte er verstanden, dass ich nicht darüber reden wollte. Aber wie so oft verstand es wohl niemand außer Maries. Er hatte immer gewusst, wie es mir ging. Wie ich mich fühlte, wann er eine Grenze überschritt. Ich wollte wieder ein Kind sein. Zurück in die Zeit, in der wir jeden Tag zusammen verbracht haben. Er sollte wieder für mich da sein. Immer wenn ich ihn brauchte, sollte er da sein. Aber das ging nicht. Die Zeit konnte man nicht anhalten. Was ist mit ihr passiert? Ich schüttelte nur meinen Kopf. Ich hoffte, dass es verstehen würde. Weiß Maudade davon? Nein, als ich sie kennenlernte, war er schon weggezogen. Ich konnte nicht weiterreden. Warum musste er immer mehr wissen? Wie ist eigentlich die Beziehung von dir zu Dado? Wenigstens hörte er endlich mit Lea auf. Das meinte allerdings nicht, dass ich das Thema besser fand. Wie meinst du das? Ihr wirkt wie ein altes Pärchen. Lief dir irgendwann mal was? Ich munzelte. Es war nicht das erste Mal, dass ich so etwas gefragt wurde. Nein, da lief nie etwas. Manu sah mich zweifelnd an. Wirklich, beteute ich. Er war für mich in Zeiten da, als niemand für mich da war. Er war für mich die Familie gewesen, die nie für mich da gewesen ist. Er hat mich immer verstanden, hat immer auf mich aufgepasst. Er war ein großer Bruder für mich. Seine Familie wurde zu einem Teil auch meine, mehr als meine eigene. Seine Mutter hat mir mittags manchmal etwas gekocht. Wenn Maurice keine Zeit hatte, durfte ich mit seiner kleinen Schwester spielen. Sie war eine meiner besten Freundinnen. Gott, klang das dämlich. Ich hatte einfach nur geredet, ohne eine Ahnung davon, was ich ihm gerade erzählte. Gehofft, dass er es versteht. Er lachte leise. Warum lachst du? Du bist nur so süß, wenn du erzählst. Du plapperst an wie ein Wasserfall. Das bin ich von dir nicht gewohnt. Wir kennen uns seit ein paar Tagen. Da kannst du dich noch nicht wirklich an etwas von mir gewöhnt haben. Nicht im Real Life, aber auf YouTube. Da hast du dich immer verschlossen und stillgegeben.
Du hast nie ein Wort über irgendetwas verloren. Immer wenn du auf dem Teamspeak warst, konnte man nur deine Maus oder Tastatur hören. Ich habe immer gedacht, du wärst still. Jetzt ist es seltsam, dich so viel reden zu hören. Auch in den Videos bist du relativ still. Jedenfalls stiller als so manch anderer. Ich kann mir einfach nicht erklären, wie du den Menschen so unterschiedliche Seiten zeigen kannst. Die meisten Menschen haben Seiten, die nur wenige kennen. Und du... von dir kennt niemand irgendetwas. Manche bist so niedlich und süß, dass man einen Zuckerschock von dir kriegen kann. Doch sobald man irgendetwas gesagt hat, ohne es seltsam, komisch oder was weiß ich wie zu meinen, bist du kratzbürstig und gehst auf Abstand. Warum bist du so kompliziert? Er sah aus seinen grünen Augen fragend auf mich herunter. Wenn ich ehrlich war, wusste ich nicht ganz, was er meinte. Ich hatte mich nie als kompliziert angesehen, aber ich hatte auch nur mich gesehen. Für mich war klar, wann jemand eine Grenze überschritt oder weshalb ich manchmal Abstand brauchte. Aber andere Menschen verstand ich nicht. Und sie könnten mich nicht verstehen. Am Ende waren wir alle doch nur auf uns gestellt. Nur wir selbst konnten uns wirklich verstehen. Ich sehe mich nicht komplizierter als andere Menschen an, Manu. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht schwankt meine Laune oft und schnell. Aber oft liegt das daran, dass andere Menschen zu sorglos mit manchen Dingen umgehen. Eine einfache Bemerkung kann mich so aus der Bahn werfen, einfach weil sie mich an etwas Schreckliches erinnert. Das ist bei allen so. Ich bin nicht kompliziert. Ihr seid bloß einfach, unglaublich einfach gestrickt, wenn du das hören willst. Mit diesen Worten kuschelte ich mich an meine Schulter und schlief ein. Gespräche machten mich müde. Vergangenheit. Früher war ich Fanat in das Spiel Legend of Zelda. Ich mochte Link. Ich mochte es, ihn zu spielen. Er hatte die Freiheit, die ich auch haben wollte. Früher trug ich am liebsten T-Shirts. Sie waren manchmal blau, manchmal grün. Meistens hatten sie einen witzigen Spruch aufgedruckt. Ich hatte dann immer lachen müssen, wenn ich in den Spiegel sah. Früher spielte ich 2 Jahre lang Violine. Ich hatte die Töne geliebt, die sie machte. In der 4. Klasse hatte ich aufgehört. Die Musik war mir als Zufluchtsort genommen worden. Ich hatte die Leere durch innere Gespräche gefüllt. Dann war ich nicht mehr allein. Jemand hatte mich verstanden. Aber es war nicht mehr früher. Ich war nicht mehr klein und naiv. Ich war größer geworden. Langsam hatte ich begonnen zu verstehen, wie die Welt sich drehte. Ich verstand, dass nicht alle Menschen freundlich waren. Als ich in das Christian-Ernst-Gymnasium kam, wurde schnell klar, dass ich sehr viel schneller lernte als die anderen in meiner Klasse. Ich übersprang die 6. Klasse und war in meiner 9. Klasse, überdurchschnittlich jung. Die Kinder dort waren es nicht gewohnt, dass sich jemand oft meldete, und schnell stieg ich in der Gunst der Lehrer. Genauso rapide fiel ich allerdings in der Achtung meiner Mitschüler. Bald ignorierten sie mich vollkommen und ich entschied mich, sie ebenfalls zu ignorieren. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es eine meiner dümmsten Ideen war. Hätte ich mich damals mit einigen von ihnen angefreundet, wäre vieles anders gekommen. Ich wäre jetzt nicht hier. Ich schlug die Augen auf und sah mich um. Erst jetzt konnte ich mir Maurys Zimmer wirklich ansehen. Ich war nicht mehr abgelenkt von anderen Dingen. Also blieb ich erst einmal liegen und betrachtete die mir gegenüberliegende Wand. Sie war weiß gestrichen und viele kleine Zettel hingen an einer Korkwand. Dazu kamen ein paar kleine Fotografien und Zeichnungen, die stark nach seiner eigenen Kreation aussahen. Ich richtete mich auf, um sie mir näher anzusehen. Auf einer konnte ich seine Schnecke mit Zombies Zylinder auf dem Kopf erkennen. Auf einer anderen war er allein abgebildet. Die Zeichnungen sahen zwar sehr krakelig und unsauber aus, aber unendlich süß. Maurice hatte immer eine Vorliebe für das Zeichnen, aber egal welche Taktiken ich ihm zeigte, seine Zeichnungen blieben auf einem relativ niedrigen Niveau. Auf den restlichen Zetteln waren Dinge wie Zombie, 13 Uhr, JW oder Brot, Kartoffeln, Milch vermerkt. Warum er sich seinen Einkaufszettel vor sein Bett hing, verstand ich zwar nicht wirklich, aber das war Maurice. Ihn konnte man einfach nicht verstehen. Seine Welt bestand aus einem geordneten Chaos. Aber ich mochte seine Welt. Sie hatte so eine Unbeschwertheit. Denn auch wenn er älter war als ich, so hatte ich doch definitiv mehr erlebt als er. Ich hatte meiner Freundin beim langsamen Tod zugesehen.
Ich hatte mir schon 2 Knochen gebrochen und eine Sehne selbst durchgetrennt. Meine Arme waren geziert von Narben. Ich hatte schlimme Probleme mit meinem Selbstwertgefühl. Oft sah ich mich selbst wie durch einen Zerspiegel. Er trug oft noch seine rosarote Brille. Ich beneidete ihn für diese Fähigkeit. Denn ich konnte nicht einfach die Welt ignorieren und einfach Spaß haben. Eine Gänsehaut zog sich über meinen Körper, als ich ein Bild von mir und Maurice entdeckte. Es musste an meinem 8. Geburtstag gemacht worden sein. Ich trug die kleine, rosa Schleife, auf die ich so stolz gewesen war. An den Rändern war das Bild gewellt und an den Kanten ein wenig stumpf. Aber es wirkte wie ein stilles Geständnis. Er würde mich nicht vergessen. Niemals. Dafür verband es so viel. Eine stille Träne des Glücks rann über meine Wange. Dafür, dass er dieses Bild noch besaß, hätte ich ihn küssen können. Mein Maurice. Er war ein Schatz. Er konnte mich immer zum Lachen bringen, wenn ich weinen wollte. Auch wenn er es vielleicht nicht wusste, war er eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Leise, selbst für mich kaum hörbar, kam ein Danke über meine Lippen. Er würde es nie wissen. Nie wissen, dass ich so vieles von ihm wusste. Er aber so wenig von mir. Und da er mir trotzdem vertraute, war mein Anker auf hoher See. Mein Maudado. Lea. Vermehe. Wenn ich das hier wirklich abgeschickt habe, dann bin ich mir sicher, dass ich nun nicht mehr beide sein kann. Ich weiß, dass es unverzeihlich ist, was ich getan habe. Du wirst es mir niemals verzeihen können, das weiß ich. Du wirst weder vergeben noch vergessen. Dafür bist du zu stolz. Bleib bitte immer so. Immer so stolz, immer beharrlich, wenn du etwas willst. Das ist eine deiner besten Eigenschaften. Ich will dir hiermit erklären, warum es zu dem kam, was passiert ist. Warum du nun diesen Brief lesen musst. Denn du wirst es nicht wollen. Ich werde dir alles erzählen. Meine Geschichte. Im Deutschunterricht habe ich gelernt, dass man eine Geschichte mit dem Anfang beginnen muss. Ich will das einmal einhalten. Einmal vielleicht keine 6 im Aufsatz schreiben. Wer weiß, vielleicht wirst du diesen Brief irgendwann veröffentlichen. Dann werde ich berühmt. Wir werden berühmt. Aber genug geschwafelt. Ich will nicht, dass da wieder die Anmerkung stehen wird. Eine schöne Geschichte, Lea. Nur leider hast du die falsche erzählt. Also beginnen wir am Anfang. Ich wurde am 1.10.1998 im Marienhospital Erlangen, etwa um 14 Uhr geboren. Ein Kaiserschnitt. Ich war unterernährt und fast im Bauch meiner Mutter gestorben. Weshalb? Weiß sie bis heute nicht. Mein Leben begann, wie es enden sollte. Ein Schnitt, ein Schrei, ein grelles Licht. So stelle ich mir das Ende vor für mich. Mein Ende. Ich wurde älter. Meinen Vater traf ich in all den Jahren nicht. Im Kindergarten zog mir immer ein Lars an den Zippen. Er wird später noch einmal vorkommen, aber momentan ist er noch nicht wichtig. Oder doch? Er war der Erste, der mir Hass gezeigt hat. Hass sollte mir noch so oft in meinem Leben begegnen. Es war vermutlich gut, vorgewandt zu sein. In der Grundschule hatte ich ein paar Freunde. Wie sie hießen, ist unwichtig. Mein Leben war in dieser Zeit vollkommen normal. Aber Zeit steht nicht still. Sie rennt vor uns weg und wir können sie nicht anhalten. Meine Mutter heiratete erneut. Er hieß Karl. Ich mochte ihn nie. Alles, was er getan hat, war zu saufen. Und meine Mutter liebte ihn. Ich konnte sie nicht verstehen. Dann kam ich in das Ohm-Gymnasium. Schon am ersten Tag hatte ich mich über den Namen lustig gemacht. Aber er ist und bleibt seltsam. Vielleicht war nur ich es lustig, aber die anderen haben mitgelacht. Das unterschied sie von dir. Du hättest nie mitgelacht, wenn etwas nicht lustig gewesen wäre. Eine weitere Seite an dir, die ich so sehr schätze. Jedenfalls wurde ich wieder älter. Ich feierte meinen 14. Geburtstag. Er war einer der wichtigsten Geburtstage meines Lebens. Ich hatte meinen ersten Kuss. Adrian. Er meinte, es wäre mein Geburtstagsgeschenk. Ich fand es schrecklich. Auch wenn ich zuvor in ihn verknallt gewesen war. Ein weiteres halbes Jahr erforschte ich meine Grenzen. Irgendwann im Februar 2012 küsste ich das erste Mal jemanden.
Ich hatte es gewollt. Die anderen fanden es schrecklich. Es war ein Mädchen, das ich geküsst hatte. In den nächsten Monaten wurde ich mir immer sicherer, lesbisch zu sein. Das Mädchen interessierte mich später nicht mehr. Ich wurde gemobbt. Meine Freunde wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Hier kommt Lars wieder ins Spiel. Er erzählte mir am Ende des Jahres, dass er mich geliebt hatte. Ich konnte es nicht fassen. Der Kerl, der mich gehänselt und verspottet hatte. Er setzte hinzu, dass er mich jetzt nicht verlieben könnte. Jetzt wäre ich nicht mehr wie früher. Ich wäre ein Freak. Ich wollte mich rechtfertigen. Er ließ mich nicht. Er ging einfach. Nach diesem Jahr wechselte ich die Schule. Ich kam ins Christian-Ernst-Gymnasium. In die 9a. Zu dir. Du hast mich angesehen, als ich in der Tür stand. Du hast, während ich mich vorstellte, nicht aber den Blick von mir gelassen. Wirktest wie paralysiert. Ich war verwirrt und verhaspelte mich ständig. War gefesselt von deinen Augen. Sie wirkten so klug. Du sahst aus, als würdest du mich lesen. Ich denke, ich konnte meinen Blick genauso wenig von dir lassen. Es muss seltsam ausgesehen haben. Bis heute frage ich mich, ob du mich vielleicht damals schon kanntest. Ob du alle meine Geheimnisse wusstest. Kanntest du das Häuflein Elend, das ich war? Wolltest du mich wieder aufbauen? Ich weiß es nicht und werde es nie erfahren. Ich setze mich neben dich. Du sagtest kein Wort. Ich wollte nichts sagen. Wenn ich damals etwas gesagt hätte, hättest du geantwortet? Vielleicht wirst du mir irgendwann erzählen. Aber ab diesem Moment begann das wundervollste Jahr des Friedens für mich. Du hast mir gezeigt, wie man lacht. Ich zeigte dir, wie man überlebt. Du zeigtest mir, wie man lebt. Du hattest so viel mehr als ich, hast mir so viel mehr gegeben. Irgendwann begann ich nachzudenken. Und ich dachte nach und ich dachte nach. Aber ich kam nicht zu dieser einen, klar formulierenden Tatsache. Ich hatte mich in dich verliebt. In dein Lachen, deine Augen und deinen Geruch. Und du hast immer ein wenig nach Sommer gerochen. Nach Kuchen. Ich liebte dein Weltbild. Deine Ehrlichkeit. Du warst immer bereit, mir zur Hilfe zu eilen, wenn ich dich brauchte. Vielleicht stimmt es, was die Gedichte erzählen. Vielleicht brauchte ich nur dich. Aber ich denke, ich brauchte auch mich. Brauchte meine Mutter. Ich brauchte den Kirschbaum vor meinem Fenster. Denn immer wenn er blühte, konnte ich die Blumen riechen. Die Freiheit, die niemand in unserer Gesellschaft mehr hat. Du warst mein Anker im tosenden Sturm. Ohne dich wäre ich untergegangen. Mein Vater, eigentlich kann ich ihn nicht so nennen, fand heraus, dass ich lesbisch war. Er schlug mich. Er meinte, er wäre enttäuscht. Und obwohl er nicht mein Vater war, traf mich das. Er war einfach immer da gewesen. Ein Teil meiner Familie. Und Familie ist wichtig. Ich denke, du wirst es nicht nachvollziehen können. Du hattest keine liebevolle. Sie waren manchmal da. Mehr auch nicht. Aber du liebst deine Eltern, nicht wahr? Wenn du so etwas von ihnen hören würdest, was würdest du tun? Weißt du es? Ich auch nicht. 3 Monate wollte ich dich, mich nicht aufgeben. Ich glaubte an die Liebe, die du niemals für mich fühlen wirst. Du bist besser dran ohne mich. Das dachte ich. Und irgendetwas zerbrach in mir. Ich verlor mich selbst. Ich fiel und fiel, nicht immer du konntest mich auffangen. Niemand konnte das. Ich werde auf dem Boden zerschellen. Ich kann nichts tun, du kannst nichts tun, niemand kann etwas tun. Ich sterbe langsam, Femi. Langsam und qualvoll. Aber mein Geist lebt doch. Unangetastet. Ich weiß, wie seltsam das klingt, aber es fühlt sich so an. Ich will dich eines bitten, da ich nicht dafür sorgen kann. Ich kann niemandem die Last auferlegen. Ich denke zwar, dass es nicht fair ist, dir sie aufzulegen, aber vielleicht kann ich dich damit von etwas abhalten. Ich will nämlich nicht, dass du zu mir kommst, wenn ich einmal weg bin. Du sollst dein Leben leben. Tue das, wenn ich dir jemals etwas bedeutet habe. Ich kann dich nicht von der echten Welt fernhalten. Du hast nie diese rosarote Brille getragen. Du kennst die Realität. Aber bleibe so lange jung, so lange ein Kind wie nur irgend möglich. Meine Bitte an dich. Lebe. Ich weiß, dass du Menschen vermisst, auch wenn ich sie nicht kenne. Ich kenne dich und wenn du diese Menschen vermisst, dann müssen sie etwas Besonderes gewesen sein.
Sag ihnen von mir, wenn du sie jemals wieder siehst. Was ich doch so hoffe. Sie sollen auf dich aufpassen. Sie sollen dich als die schätzen, die du bist. Und du bist eine starke, wunderschöne und liebenswerte Person. Du hast es vielleicht nicht immer zu spüren bekommen, aber da gibt es Menschen, die dich lieben. Die dich brauchen. Und es gibt Menschen, die diese Menschen brauchen. Kein Leben darf vergehen, ohne gewürdigt worden zu sein. Ich will mein Leben mit all meiner Würde beenden. Aber ich werde gebrochene Herzen zurücklassen müssen. Denn so ist das immer, wenn jemand stirbt. In den Lebenden stirbt etwas mit. Noch eine Bitte. Du musst sie nicht befolgen, aber ich wäre glücklich, glücklicher als ich es schon bin, wenn du es tun würdest. Komme nicht zu meiner Beerdigung. Und wenn doch, dann trage die buntesten Klamotten. Lege mir keine Blumen an mein Grab. Ich hasse solche Dinge. Sie verwelken nur. Sieh ihn beim Wachsen im Garten zu. Ich wäre froh, wenn du das für mich tun würdest. Noch etwas. Lerne jemanden kennen, der dich wirklich lieben kann. Den du wirklich lieben kannst. Das würde mich glücklich machen. Ich liebe dich, Familie. Vergiss mich bitte schnell. Du sollst nicht weinen. Bitte lache. Ich liebe dein Lachen. Lea. Hey. Ja, ein bisschen länger her, vielleicht so ein bisschen, aber ich bin ein faules Kind. Entschuldige. Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer danke an Shizana Neko, dass sie das Bild gemacht hat, also die Line Art gemacht hat, welche ich dann noch kolorieren musste. Jetzt seht ihr meines Wissens nach auch, wie das Bild an sich aussieht, ohne Hintergrund oder dem Zeug. Und ja, lasst Kritik da, schaut bei Neko Theater mal vorbei und bis zum nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird. Tschüss!